Hallöchen, meine lieben Freunde. Da sind wir wieder. Ist die Musik zu laut? Ist ziemlich leise gerade, ne? Warum ist sie so leise? Ich habe keine Ahnung. Ja, es ist ein bisschen was vergangen derzeit. Wartet, ich muss den Fullscreen ausmachen und dann einmal. Ah, das Lied ist einfach nur zu Ende. Das erklärt einiges. Trotzdem ein bisschen leise. Oder? Ah, das reicht, das reicht, das reicht. Ja, ist laut genug. So. Ja, was passiert? Jetzt habe ich es. Ich habe Spotify so eingestellt, dass es ausgeht, wenn ich auf das X drücke. Das ist natürlich total clever. Muss minimieren. So. Ja, was passiert ist, mein Bilder ist gestorben. Ich habe alle Sachen, die er hatte, irgendwie hier im Nirvana verloren, weil ich es nicht gerallt habe. Und der neue Bilder hat dann irgendwie die Reihenfolge falsch angefangen. Das heißt, hier ist gar nichts passiert, aber ihr seht schon, da ist was passiert. Und danach bin ich dann hergegangen und habe dann, weil der irgendwie die Items alle fast hatte, habe ich dem Typen jetzt die Sachen in die Hand gedrückt, die er für das Level 2 Upgrade von dem Ding hier braucht. Was auch direkt noch ein bisschen netter von innen aussieht. Können wir uns mal von außen angucken. Habe ich selber noch nicht. Der ist hier eigentlich gerade die ganze Zeit dabei. Also, ne, der baut hier, der ist auch schon, hat alles schon. Der braucht doch ziemlich einfache Sachen, wenn ich ehrlich bin. Oh mein, was denn für ein cooles Dach macht. Nice. Nice. Nice, nice, nice. Wir können mal hier die ein oder andere Bäumchen absägen. Die brauchen wir alle nicht mehr. Wir haben jetzt den Forester und demnächst noch eine noch bessere Variante. Ich habe da was rausgefunden. Ich habe da was gemacht. Bin jetzt ein bisschen schlauer. Das wollte ich beim letzten Mal ja schon machen. Da habe ich ja beim letzten Mal habe ich ja damit aufgehört, die beim letzten Mal habe ich die, genau. Ich habe dazwischen ein bisschen was offscreen gemacht, aber ich habe ja die Säge. Die hier, die habe ich gar nicht dabei, ne? Die Säge. Genau, die Säge und das Ding, um es von Hand quasi zu bedienen. Das funktioniert auch super. Aber das ist natürlich nicht so angenehm. Ich kann dann, vor allem bei einem. Leck. Ich bin immer noch nicht im Fullscreen, ne? Bei einem normal großen Baum ist es auch kompletter Quatsch. Bei so einem Baum hier. Da bin ich dreimal schneller, wenn ich den so abbaue. Weil das Ding so blöd zu platzieren ist und so ist es halt jetzt schon fertig. Dementsprechend ist es Unsinn, das Teil so hierfür zu benutzen. Aber wenn wir von größeren Bäumen sprechen oder wenn wir von einer kleinen Baumfarm sprechen, von vollständiger Automatisierung, dann, meine Freunde, reden wir von einer ganz anderen Geschichte und von ganz anderen Größenordnungen. Da kann dann der Forester nämlich auch ganz geschwind einpacken. Ich habe hier ein bisschen Clean Cut gemacht, weil irgendwo hier kam ein Skelett und hat meinen Bilder umgebracht und wie gesagt, irgendwo hier oben lagen dann die Items, die ich leider alle nicht mehr habe. Was mich ein wenig stört, weil der hatte ganz Inventar halt voll gehabt. Da war hoffentlich viel Cobblestone und so drin, aber ich fürchte, ich nehme den Baum hier auch mal weg. Ich brauche mal ein bisschen Platz langsam. Langsam brauchen wir mal Platz, ne? Guck mal hier. Man muss ja auch mal was sehen, wie cool dieses Haus einfach aussieht. Ich weiß gar nicht, wo. Der baut gerade hier. Okay. Der macht das weg. Der baut eine Etage drauf. Ist der jetzt gerade richtig, dass der eine Etage drauf baut? What is he doing? Oh, der braucht nur noch Ladders und Torches. Ach, das ist quasi fertig. Oh, das ist höher geworden. Ja, guck mal hier. It's way higher, das Alter, das ist cool. Level 2 am Start, S-Cut, Mann. Fleckt auch nicht mehr so, weil wir nicht mehr mit 9 Leuten am Server sind. Und hier mit dem kleinen Vorrat und so, ist nice. So, was macht der jetzt? Er ist eigentlich fertig, ne? Die Teile sind da. Was machst du da oben noch? Die Leitern hat er hier drin. Hier, wollen wir da? Ach, da kann man hochklettern. Oh, das wäre ultra geil. Ach geil, man kommt da auch drauf. Da kommt er auch hoch. Hallo! Du da, warum sind das denn so komische Fenster? Oh, hier mit diesem Gate. Oh, total cool. Und der hat natürlich noch jede Menge. Yay! Der hat hier natürlich noch jede Menge Stuff dabei. Aber hier, dass man jetzt hier hochklettern kann, ist ja richtig cool. Wir haben noch eine Etage oben. Nice. Voll cool. Voll cool, ey. Das feiere ich jetzt. So. Was ich euch aber eigentlich zeigen wollte. Jetzt ist die Frage, was baut der jetzt? Ich weiß nicht, was der baut. Ob der da hinten weiter baut oder ob der jetzt
was anderes upgraden. Ich muss mir eben die Reihenfolge angucken, weil das wäre sonst Taverne. Danke. Für die Taverne braucht er aber definitiv Spitzhacken, Steinspitzhacken. Und vielleicht auch noch eine Schaufel. Ich weiß nicht, ob der da hinten welche hat. Weil dem fehlen halt jetzt wieder, guck mal hier. Was, also hier viel hat er. Aber guck mal hier, was dem alles fehlt. Das sind die ganzen Sachen, die der halt dabei hatte, der andere. Hast du eine Schaufel oder so? Der scheint zumindest was zu haben. Der läuft zumindest in die richtige Richtung, würde ich sagen. Also von daher sehe ich da jetzt gerade mal kein ganz großes Problem. Wir können ja noch mal gucken, was hier so im Inventar ist. Da sehe ich keine Werkzeuge, das ist gut. Und hier sehe ich eine Steinschaufel, zwei Schaufeln, eine Pickaxe. Wird er sich wahrscheinlich gerade sogar noch eine genommen haben. Hier ist ein rotes Bett immerhin. Ja, ich habe natürlich jetzt da an dem Dingen hier bald keine Wolle mehr. Ist klar. Fliegt da durch die Luft? Keine Ahnung. So, und den Bild hier und den Fischer, den muss ich sogar canceln, damit das hinhaut. So. Jetzt kommt aber der große, jetzt kommt hier der Trick 17, was ich euch zeigen möchte. Ich habe mir was angeguckt. Das könnte ich jetzt so ein bisschen schöner bauen. Ich probiere es erstmal aus. Also, ich habe mit Create angefangen. Was ich gebaut habe, ist dieses tolle Plätzchen hier. Das ist einfach nur ein 5x5, literally ein Kreis. 5, 5, 5 Ecken verbunden und dann die, also ich habe einfach nur ein Feld gebaut und hier sind dann einfach die 4 Wasserblöcke. So, jetzt merkst du, dass dir was fehlt, ne? Komm mal her. Das hätte er gerne. Okay, jetzt fällt ihm, ach, okay, musst du erst gucken. Wahrscheinlich, Alter, was hier ein Loch ist. Alter, zieh ich das mal rein. Gott, das ist einfach viel zu übertrieben, was ich hier gemacht habe. Komm da gar nicht drauf klar. Das ist einfach viel zu. Egal wo, egal wie du siehst, ist es einfach viel zu betrieben. Ich hoffe, dass es irgendwie hinhaut hier mit den ganzen. Oh Gott. Dass es ansatzweise irgendwie klappt mit dem Boden und so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das alles komplett nach hinten losgeht. Warum klatsche ich die Erde mal von Hand? Ach, ist egal. Whatever. Er hatte nicht mehr viele Spitzhacken, ne? Wenn ich richtig gesehen habe. Er hatte nur noch Schaufeln. Dann sollte ich ihm dabei gar nicht helfen. Kommt denn er wieder? Alter, was hier ein Loch im Berg ist. Und wie panisch das aussieht, wenn dann da ein Gebäude drin steht. Ich kann es euch jetzt schon sagen, es wird der Horror. Und ich hoffe, die Ebene ist richtig, sonst muss dann noch eine tiefer. Naja, ich kann die Erde aber direkt nutzen. Ich habe wie viel Erde ich einfach habe. Und kann die Erde schön hier mal irgendwie. Weil das sieht einfach echt kacke aus. Ist jetzt auch noch nicht dolle, aber ist ein bisschen besser als vorher. Sah sonst so abgehackt aus. So richtig abgehackt. So, was ich hier gemacht habe, ist, ich werde es euch kurz demonstrieren. Ich habe es nämlich falsch gebaut, deswegen kann ich es euch auch demonstrieren. So, was ich gemacht habe, das Ding muss weg. Das Ding muss auch weg. Inklusive dem. So, jetzt haben wir alles hier und das muss auch weg. Und das muss auch weg. So, puff. Was ich jetzt brauche, ist ein Feld tiefer. So, also, ich habe einen Heuballen. Einfach nur, weil man behauptet, es würde dann besser brennen. Mein Campfire ist weg. Kann man das nicht abbauen? Verschwindet das? Was soll denn sowas? Doch, kacke. Muss ein neues Camp. Das erste ist schon verschwunden. Kann man ein zweites Campfire bauen? Oh, come on. Campfire. So, kann ich direkt eins bauen? Ja, Gott sei Dank. So, also. Ne, den Aufbau, den habe ich euch jetzt gezeigt. Das könnte, ist ja kein Problem. Das kann man dir wohl merken. Und man kann dann noch schöneren Rahmen machen. Man kann mehrere nebeneinander machen. Aber man muss halt diesen Aufbau jedes Mal machen. So, Heuballen. Da drauf kommt das Campfire. Dann haben wir schon mal ein Problem weniger. So. Was wir jetzt brauchen, ist aus der Create-Mod einen Encased Fan. So, der Encased Fan kommt so, dass der Ventilator unten ist. Das heißt, von oben drauf. Nein, falsch rum. Mist. Muss ich genau das dran machen? Indem ich von oben. Aua. Muss ich von oben mit Shift. Klicken. So.
Jetzt ist der unten. Dann habe ich einen Schalter. Der kommt da dran. Und da drauf kommt ein Mechanical Bearing. So, das kommt da drauf. War das jetzt richtig? Ja, doch, das war richtig. Und wenn ich das anschalte, dann passiert gar nichts. Wie ihr seht. So. Weil jetzt fehlen mir nämlich Items, aber ich kann hier zumindest das Loch schon wieder zumachen, dass ich da später auch an den Schalter wieder dran komme. Zack, ich habe doch eine Hoe dabei, ne? Genau. Weil das ist ja verschwendetes Farmland. Den Schalter muss ich natürlich lassen. Ich könnte natürlich jetzt eine Redstone irgendwo da hinten hinlegen. Das werde ich später vielleicht noch machen. Dann ist das Feld auch noch zu. Dann sind wir da noch ein bisschen effektiver unterwegs. Das Zeug hier, ich habe einfach nur Weed angepflanzt. Ist halt noch mitten, ist halt, ich war zwischendurch gar nicht mehr am Server, deswegen, ja, ist das einfach nicht weitergewachsen. Was ich jetzt dann brauche, ist Iron Chest. Ich brauche, das Ding habe ich. Ich brauche ein Radial Chassis. So. Ein Radial Chassis. Davon habe ich alle Dinger. Ich brauche Andesite Alloy. Andesite Alloy habe ich, fehlen mir Iron Nuggets. Die kann ich mir aber machen, die Iron Nuggets. Ich habe nämlich, warte mal, ich habe doch, nee, Aluminium. Ich hatte doch Andesite Alloy. Hier ist Aluminium. Habe ich hier noch Andesite Alloy? Reichen die? Habe ich mir nicht gemerkt. Ha, perfekt, ich brauche nur 3. Cool. So, dann haben wir ein Radial Chassis. So, das Teil kommt da drauf. Das ist formschön. Okay. Und ob das alles funktioniert, werden wir sehen, indem wir den Schalter umlegen. Ha! Guck mal, es dreht sich. Das ist geil. Ist das geil oder ist das geil? So, ausmachen. Dann geht's wieder zurück. Und was wir nämlich jetzt tun können. Jetzt wird es nämlich lustig. Jetzt brauchen wir nämlich noch die Radial Chassis haben wir jetzt. Jetzt brauchen wir nämlich noch Linear Chassis. Das sind 3. Ich brauche... Warte mal, habe ich da genug von? Ne, ich brauche noch mehr Andesite Alloy. Das heißt, ich brauche mehr Eisen. Wo ist mein Eisen hin? Wo sind meine Iron Ingots? Ich hatte doch ganz viele. Ist das noch hier drin? Ne, das ist was zu essen. Wo habe ich denn das Eisen gelassen? Ist alles verbaut schon? In Iron Sheets, Marble. Da ist die Snare. Ich kann mal eben kurz den Saplings hier reinwerfen. Brauche noch wirklich keine. Guck mal schon. Langsam wird's viel. Okay, hier war nichts drin. Iron. Iron. Nee. Ich glaube, ich habe kein Eisen mehr. Ich hatte doch irgendwie... Hä, ich hatte voll viel. Ich hatte irgendwie 40 Stück oder so. Ach hier, ich habe noch Iron Nuggets. So, die sind gut. Die machen mehr Sinn. So, ich hätte gerne Linear. Davon hätte ich noch welche. Und ich hätte die gerne aus Iron Nuggets und ein... Das seid... Andesite? Nope, hier ist anscheinend keiner mehr drin. Aber hier. Na, ich wusste, ich habe da jede Menge. So. Ich habe hier von welche. Bumps. Ah, ich brauche ein paar mehr. Okay. Brauche, ja gut, ich brauche 2. Deswegen mache ich jetzt auch erstmal nur 2, weil das Zeug ist echt rar. Also nicht rar, aber... Ich kriege ja direkt 3 raus und ich brauche eigentlich 4. Also von daher ist das jetzt eigentlich ein bisschen blöd. Was ich jetzt definitiv... Das ist jetzt das große Problem an der ganzen Sache. Ich brauche jetzt hier die Linear-Chassis. Das heißt, ich kann das Ding hier neben platzieren. Das Problem an der Sache ist... Das ist schlecht. That's not what should happen. Ist euch aufgefallen, dass das Ding keinen Strom braucht? Weil ich da drunter den Dampf über den Ventilator kreiere. Gut, ne? Ja, das Ding kann ich nicht da dran machen. Also kann ich schon. Aber ich kann sie jetzt nicht da dran machen, weil mir fehlt nämlich Kleber. Und ich kann entweder... Superglue nehmen.
Dafür brauche ich irgendeinen Slime oder Snail oder Pink oder whatever. Iron Sheet, Iron Nugget, der kann aber eigentlich auch nur Forever be inseparable, dann gehen die nicht mehr auseinander. Finde ich jetzt nicht so dolle. Man kann aber auch einfach nur Schleim nehmen. Grüner Schleim. Oh, okay. Habe ich natürlich überhaupt nicht. Komodo Dragon Spit. Green Slime Block. Lime Dye und Dough. Jellyfish Smelting. Alles klar. Und ich kann direkt auch noch mein Sentient Sword aufladen. Beziehungsweise mein Lesser Tartaric Gem. Wenn du so willst. Das wäre natürlich sehr fein. Wenn ich hier jetzt auch wieder welche finde. Finde ich denn? Jetzt sind wahrscheinlich. Letztes Mal waren ja alle ohne Ende Jellyfishes hier und jetzt sind wahrscheinlich keine da, ne? Ich richtig, ne? Dass hier nicht ein einziger ist. Hier ist überhaupt nichts. Hier sieht man einen Fisch. Das ist ein Tintenfisch. Aber sonst ist hier gar nichts. Warum ist da jetzt nichts mehr? Kann man eigentlich eine Jellyfish-Farm bauen? Müsste ich mal googeln. Das geht. Welche Mod war das nochmal? Warte mal. Das ist nur Yellow. Schreibt mal so, ne? Das ist der Jellyfish. Aquaculture 2. Okay. Aquaculture 2. Ja, in meiner. Ich bin wahrscheinlich dann irgendwie zu weit weg, als dass sowas spawnen würde. Das ist aber ärgerlich. Wenn ich mich hier irgendwie rumtreibe, dann spawnt hier oben nichts, ne? Robert ist jetzt ein Enchanter. So. Nee, langlaufen bringt glaube ich auch nichts, ne? Davon spawnen die auch nicht mehr. Aber hier ist auch gar nichts gerade. Also hier spawnt ja nicht mal ein Fisch. Was ist denn das? Normalerweise hast du ja wenigstens mal irgendwie was. So ein bisschen so, keine Ahnung. Hier sind so ein paar Tintenfische. Da ist ein Jellyfish. Fürchte, ich brauche mehr als einen, aber. Oh. Ha, Jellyfish. Geil. Perfekt. So, ich kann aus dem Jellyfish. Smelting. Aus einem kriege ich einen Slime Ball. Okay, ich brauche ein paar mehr. Also ich brauche so 4, 5. Da hinten sind. Ne, es sind Fische. Ist da noch ein Jellyfish irgendwo? Ich brauche echt irgendwie den. Irgendwie, dass man unter Wasser mehr Licht hat. Ich weiß gar nicht, ob das mit dem Mining-Helm gehen würde. Und ich habe natürlich auch meinen hier den. Immerhin ein bisschen aufgeladen. 4,31. Immer noch nicht die Welt, aber. Tja, sind die Jellyfish eher oben oder eher weiter unten? Ich habe keine Ahnung, wo die sich so rumtreiben. Aber hier waren letztes Mal voll viele. Gut, ich kann auch noch ein paar Tintenfische töten, also ist das nicht, aber. Vielleicht spawnt da was Neues, wenn ich einen Tintenfisch kill. Ich auf den anderen Bildschirm gucke, das sieht voll cool aus, weil das Wasser nochmal viel geiler blauer leuchtet als das auf meinem Bildschirm. Meins ist völlig viel zu hell. Fische? Was ist das für Geräusche? Wo ist der Tintenfisch hin? Da. Ich will nur gucken, dass nicht mich da irgendwie so ein Luffer drowned von innen angreift. So, hello Mr. Squid. Warte mal, wenn ich dich jetzt umbringe. Warte, kurz gucken. 4,31. Dann kommen wir auf 4,31. Okay, das funktioniert irgendwie gar nicht. Ich habe doch meinen Sentient Sword. Das nicht bei dem Ding? Das nur bei Monstern? Muss doch hier gehen. Ne, ist immer noch die gleiche Menge. Ah, irgendwas nicht richtig. Muss ich nur mal gucken. Und dann brauche ich das Ding auch nicht benutzen.
Da ist wieder der Delfin. Vielleicht sind da noch die Jellyfishes gespawnt. Auch theoretisch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boah, ich glaube, 7 Stück. Ne, ich brauche noch mehr. Ich brauche, glaube ich, sogar 8. Oh, cool. Mal eben. Blöde Emoji nicht. Na ja, klar. Ah, hier ist der drin. Hier unten ist er erst. Meine Güte. So, ich habe Unterwasseratmung. Ist ja alles nicht so schlimm. Das Einzige, was ich nicht habe, ist Jellyfishes. Hier sind aber auch wirklich gar keine. Der Delfin ist total cool. Den finde ich total geil. Finde ich einfach, dass der Delfin jetzt schwimmt, finde ich einfach total ultra cool. Einfach nur, weil der da ist. Ich weiß gar nicht, der macht, glaube ich, gar nichts. Ist mir auch relativ egal, ob der irgendwas macht. Einfach nur, weil er da ist. Ist voll cool. Ich brauche dringend irgendwie nochmal so eine... Ich brauche die Schwimmflossen. Damit ich schneller unter Wasser schwimmen kann. Und ich bin ja ein ganz... Ich bin ja ganz ehrlich, ich bin immer noch kurz davor, hier alles wieder einzupacken. Und hier oben, ich hatte erst vor, hier zu bauen, aber ich könnte hier drin, genau da in der Mitte, da eine Unterwasserbasis. Findet kein Mensch. Und dann so unter Wasser, dass man unter Wasser Mine Colonies macht. Dass man die Gebäude unter Wasser und dann muss man die immer schön in den Dom. Das wäre, ich weiß gar nicht, ob das gehen würde, das wäre einfach nur ultra mega aufwendig. Aber irgendwie geil. Also mein Colony ist unter Wasser, ist glaube ich richtig advanced stuff dann. So, wo sind denn meine kleinen glibberigen Freunde? Ich schwimme jetzt noch einmal zurück. Und dann habe ich immerhin einen, dann kann ich zumindest mal demonstrieren, was ich vorhabe. Dann mache ich das erstmal nur mit einem Ding. Ja, ich weiß gar nicht, ob die mit einem Ding geht. Obwohl müsste, glaube ich. Muss ich mal gucken, ob das klappt. Werde ich dann merken. Vielleicht finde ich noch einen zweiten, dann geht es auf jeden Fall. Ansonsten mache ich es erstmal nur mit einem Item. Ist ja egal. Whatever. Weiß gar nicht, ob die immer nur weiter oben sind oder ob die auch so weit unten spawnen können, die Jellyfishes. Und wie man die irgendwie mal farmen kann. Ist ja irgendwie auch ein Farmmodus geben. Muss man dafür ein Aquarium anlegen? Aber ein Mob-Farm als Unterwasser-Dingen? Auch neu. Da es das gibt. Auch so noch nicht gesehen, keine Ahnung. Hier sind auch nichts. Hier sind immer Fische mehr. Die sind weg. Irgendwo da unten drin schwimmt der Delfin. Voll cool da hinten. Ja. Voll geil, dass der durch diesen Wald hier schwimmt, durch diesen Kelpwald. Ist voll nice. Ist einfach richtig nice da hinten. So. Diese blöden Jellyfische siehst du aber auch kaum. Ja, auch noch halb durchsichtig. Blöd, ey. Egal, immerhin habe ich einen gefunden. Einen einzigen habe ich gefunden. Wir müssen da mal was machen. Ey, letztens waren da 3 Stück oder so. Oder noch mehr. Ist das? Ne, bestimmt nicht. Du bist ja schon fast tot. Runtergefallen. Fehlt da nicht noch einer? Und hat das jetzt was gebracht? Oh, 6,7. Jetzt geht's. Okay, es geht wahrscheinlich nicht bei Tintenfischen. Also geht's nicht bei freundlichen Kreaturen, sondern nur bei unfreundlichen Kreaturen. Um das mal so zu nennen. Wo macht der hier gerade? Da wahrscheinlich, ne? Ja, alles klar. Das Gute ist, unter ihm drunter, die Ebene ist schon zum Großteil ausgehoben.
Weil da war ich ja schon mal. Da ist ja quasi, wo ich gesucht habe, wo man dieses Ding hier findet. Da habe ich ja schon alles weggepackt. Ich hoffe nur, ich kann den früh genug stoppen. Wenn der anfängt, die... Ach, ist Nacht, okay. Wenn der anfängt, die Dingens zu... den Boden nochmal zu machen. Ich weiß halt nicht, ob der da den... Ob ich den erst auslegen muss, aber dann wird er den mit Erde auslegen, den Boden. Dann will er plötzlich Erde haben. Kennt man ja eigentlich. Eigentlich will er dann ja Erde. So, bevor irgendeiner noch... Guck mal, hier ist... Ach, guck mal. Nur noch... Ja, eigentlich ist nur noch diese eine Ebene. Also war nicht durch. Geil. Dann mache ich den Teil Erde mal eben kurz selber, bis einer von den anderen nicht angemacht hat, weil sonst sehen wir eh nicht, was wir hier vorhaben. Ich brauche meine tollen Ideen oder meine tollen Kreationen nicht zeigen, wenn es dunkel ist. Gut, wir können auch selber ins Bett. Eigentlich, aber nicht in der Boden. Ah, vorhin waren wir so viel am Server, dass man sich quasi anstellen musste, beziehungsweise musste mit mehreren schlafen gehen, damit es überhaupt funktioniert. Ist ein bisschen blöd gewesen, aber ging, geht auch, geht alles. Geht alles, wisst ihr doch, geht alles. Oh, ist das schön, weil hier unten schon so viel weg ist. Aber hier war ja schon richtig fleißig hier unten. Hier ist ja schon nichts mehr da. Fast nichts mehr. Ich muss ja die ein bisschen lassen, sonst kommt er dann nicht mehr hoch. So, was ich euch eigentlich jetzt zeigen wollte. Also, ich habe jetzt hier einen Schleimball, den ich erstmal entschmelzen muss. Ich habe einen Jellyfish, den ich einschmelzen muss. So ist richtig. Und in der Zeit kann ich hier anderen Stuff schon mal brauchen. Ich mache mal eben den hier. Liebe diesen Knopf. Weg, weg. 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 Keine Ahnung. Lassen wir mal Cobblestone, Iron Nuggets. Keine Ahnung, das können wir erstmal im Inventar lassen für alle. Ach, hier ist Iron. Guck mal, ich habe da wohl noch welches. Wollte das sagen. So, ist fertig? Ja, perfekt. Ich habe einen Schleimball. Und jetzt kann ich nämlich hergehen und den Schleimball nämlich hier gegenklatschen. So. Und die Dinger, die Linear-Chassis, die sind nämlich zum Glück noch nicht beklebt. Aber die halten zumindest so aneinander. Das heißt, wenn ich jetzt hergehe und das Ding hier bewege, so mache, dann dreht sich das mit. Perfekt. So, jetzt ist nur die Frage, ich kann so ihn sogar einen länger machen, ne? Ich guck mal eben, was passiert. Wenn der einmal rumfährt, dann kriegt er den Block ja gar nicht mit. Das heißt, der Block ist eigentlich schon, aber der wäre ja noch totally mit drin. Könnte man also eigentlich... Ne, ich lasse den mal ganz rumdrehen. Könnte man also eigentlich auch noch mitnehmen. Ich muss den nur mal wieder in die Ausgangsposition legen, weil sonst, seht ihr, macht er die Dinger weg. Und der nimmt immer den nahesten Posten. Also ich muss hier mal wieder Farmland draus machen, sonst wird das halt nicht mehr zu Farmland umgewandelt. Ich könnte den noch einen breiter machen, tatsächlich. Kostet mich aber dann noch mehr Materialien. Ist egal, ich habe jetzt eh noch ein Linear-Chassis über. Puff, so. Whatever. Machen wir das Ding. Wie groß kann man das denn dann machen? Das heißt ja, rein theoretisch könnte ich den Umkreis von diesem Ding bis irgendwo hier hinten drehen. Und dann könnte ich hier so ein Feld abbauen. Das ist ja völlig übertrieben. Das Traurige ist, dass es wahrscheinlich auch noch gehen würde. Oh, das wird wahrscheinlich wirklich auch noch gehen. Oh Gott. Oh Gott, das wäre ja grausam. Ach du Kacke. Den brauchen wir nicht mehr. Den brauchen wir nicht mehr. So. Was ich jetzt brauche, sind natürlich Kisten und Portable Storage Interfaces. Dafür brauche ich Andesite Funnel und Brass Casing, natürlich. Ich muss das ganze Zeug auch irgendwie, wenn es geerntet wird, von hier wieder runterkriegen. Und, oh, warte mal. Oh, Multiple Use. Ich brauche nur einen einzigen Slime Ball. Das ist doch ein Bug. Ganz ehrlich, das ist ein Bug. Ich brauche nur einen einzigen Slime Ball. Das wäre viel zu krass. Das ist viel zu krass. Das kannst du nicht machen. Dafür sind die ja dann doch zu leicht zu finden, ganz ehrlich. So, ich könnte mal aus. Ich könnte hier dann Spruce Wood drumherum legen, so zum Beispiel. Hier an die Mitte. Ja, oh, das war natürlich perfekt.
mache ich denn hier? So, ein Spruce Lock. So, und den können wir dann auch noch stripped machen, weil der sonst... Ne, der nimmt das nicht mit. Man kann das auch mit der Säge machen und dann mäht er die Bäume um. Ist ein bisschen effektiver sogar als der Forester. Ein bisschen sehr viel effektiver. Aber der macht ja gerade ganz gut. Der kommt ja jetzt ganz gut klar. Ich habe natürlich hier nur diese kleine Ebene. Der wird wahrscheinlich hier auch noch überall. Aber der geht halt momentan nicht an das Holz und da ist kein Platz. So. Deswegen mache ich jetzt einfach mal hier... Einfach nur, weil es cool aussieht. Könnte man die so... Ne? Könnte man machen. So, dann brauche ich aber auf jeden Fall hier irgendwie eine Kiste und dann da muss ich mal gucken, was man da genau reinmacht. Da reicht ja auch eine ganz billige Kiste. Ich muss halt nur gucken, wie ich das Zeug in die Kiste reinkriege. Aber ich habe irgendwo eh noch eine Kiste rumliegen, meine ich. Wo habe ich die denn? Die Chest. Wo ist denn die Chest? Ist das auch so, dass die Säge, die ist super. Die große Bäume ist die traumhaft, sag ich euch. Ich hatte irgendwo noch eine Kiste rumliegen. Weiß nicht, wo ich die habe. Habe ich die hier reingetan? Ich habe hier mittlerweile auch umgelagert. Hier ist auch jede Menge Stuff drin. Einfach, weil ich nicht mehr wusste, wohin mit dem Zeug. Weil selbst die Obsidian-Chest einfach den Geist aufgegeben hat irgendwann. Deswegen habe ich ja noch eine zweite gebaut. War ich ja nicht dabei, als die gebaut habe? Ich glaube nicht, ne? Ah ja, ich habe noch eine normale... Ach, nee. Ich habe die Kiste im Inventar. Ich bin auch blöd. Brauche ich für das... Leute, müsst ihr mich denn so erschrecken, ey? Ich habe ja nichts dagegen, wenn sie in End gehen, aber müssen sie mich so erschrecken? Das Welt bebt, weißt du? Durchgespielt das Game, yay! Hier geht es nicht darum, irgendwas möglichst schnell durchgespielt zu haben. Ist völlig irrelevant. Also zumindest mir. Ich mache das ja nicht, damit ich schnell, ne, so nach dem Motto, damit ich da im End bin und Enderdrachen töten und hey. Natürlich kriegt man dann noch coole Sachen, aber da habe ich es jetzt gar nicht eilig, ganz ehrlich. Was wollte ich jetzt machen? Ich brauche jetzt Mechanical Harvester. Was brauche ich dafür? Ich brauche jede Menge Iron Sheets und Andesite Alloy und Andesite Casings. Da hatte ich relativ viele von den Andesite Casings. Aber ich glaube, die sind alle draufgegangen. Das Aluminium. Aluminium. Wo ist denn mein Andesite? Da ist mein Andesite. Ich brauche meine Iron Nuggets. Iron Rods. Da sind meine ganzen Iron Sachen, habe ich alle im Inventar. Und ich brauche. Was brauche ich denn noch? Iron Andesite Alloy kann ich bauen. Ich brauche für das Casing brauche ich Planks. Einfach nur ein Lock und zwei Andesite Alloy. Und ich brauche davon jetzt in dem Moment dann automatisch. 1, 2, 3, 4, 5. Wir bauen aber nur 4, weil das ist dann einfach viel einfacher. Ich baue das eine Ding wieder ab. Das ist Quatsch. Ich baue nur 4. Das ist doof. Einfach nur... Weil ich glaube, das würde hier gar nicht... Wenn ich hier den Sammler hinpacke, der das einsammelt... Wobei, der müsste dann bis hier hingehen. Ich kann ja den in der Mitte auslassen. Der ist eh ineffizient. Dann in dem Moment... Ist egal. Kann ich ja dann trotzdem machen, so... Ich hätte gerne hiervon was. Dafür brauche ich noch zwei Andesite Alloy. Und für die Andesite Alloy, wie viele kann ich denn davon machen? Ich mache mal 5 Stück. Dann fehlen mir wahrscheinlich an anderer Stelle das Zeug, aber ist egal. So, bam, habe ich wieder 4. Und jetzt fehlt mir Andesite Alloy und Iron Sheets. Da fehlt mir der Hammer. Wo habe ich den Hammer denn hingetan? Habe ich den hier reingetan? Ist nicht so, dass ich den Hammer nicht gehabt hätte. Da ist mein Engineer's Hammer. Warte mal, ich brauche 1, 2,
2, 4, 6, 8 Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Puff. So, die haben wir schon mal. Davon haben wir vier, davon haben wir acht. Jetzt fehlen uns aber, warte mal, 2, 4, 8, 12, 16 Andesite Alloy. Aktuell habe ich 3. Oh je. Brauche ich dafür Iron Nuggets? Ach, da ist der Hammer noch drin. So, jetzt haben wir 21. Müssen wir hiervon 4 Stück bauen können. Geil. Boah, das wird gut. Lol. Opulus Boss killt bei Ender Dragon. Hahaha. Sorry. War gar nicht gehässig. So, und jetzt haltet euch fest, zieht euch die Dinger rein. Alter. Was für Geräte. Was für Geräte. Krass. Die sind richtig krass. Okay, die können raus. Jetzt brauche ich noch ein Portable Storage Interface. Muss ich kurz gucken, wie es funktioniert. Point for moving items to and from a structure moved by a piston bearing magnet and face each other and be spaced one side block apart while moving. Okay, davon brauche ich nämlich zwei. Ansonsten kann das Ding nämlich tatsächlich bereits loslegen. Ich habe halt nur voll wenig Zeug. Aber der könnte theoretisch auch ganz viele andere Sachen einsammeln, die ich einfach da drauf packe. Auf das Feld ist eigentlich egal. Ich kann da auch Salat drauflegen, weißt du? Spielen ja eigentlich gar keine Rolle. Ich kann da alle möglichen Sachen eigentlich drauflegen. Ich kann auch Auberginen noch drauflegen. Ist, glaube ich, eigentlich ziemlich egal, was ich alles drauflege. Macht natürlich für da die Funktion, die eigentlich intended ist quasi, also die ich damit vorhabe, ist das natürlich Quatsch, wert anderes da drauf zu legen, aber für den Anfang mir doch egal. Gerade ehrlich gesagt. Für den Anfang ist es mir doch egal. Tomaten 7 Stück. So. Und dann nochmal 20 mal Salat. Den einen müssen wir freilassen. Ist das jetzt einer zu viel? Ja, komm, reicht erstmal. Jetzt müssen wir mal gucken. Ah, ich gehe jetzt mal schlafen. Die anderen sind eh im End. Dann kann ich das ruhig machen. Und oh, die Folge ist eh vorbei. Sehe ich gerade. Ja, ich mache eben einen Tag. Und dann ist die Folge vorbei. So, ist wieder hell. Und jetzt gehen wir uns das Ganze mal gleich angucken. Aber erst in der nächsten Folge. Ich mache aber jetzt auch einmal ganz kurz. Ich probiere das einmal aus, ob da irgendwie noch ein Problem ist. Mit der Größe und so. Aber das mache ich gleich offscreen. Sobald ich rausgefunden habe, wie es geht, bauen wir die letzten Teile. Und je nachdem, ich muss auch gucken, wie man die Kisten anschließt. Und sobald ich das weiß, bin ich wieder da. In dem Sinne, haut rein. Und bis zur nächsten Folge.